Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Banish und mir, eurem lieben Zigaro. Wie sieht's aus bei euch? Alles cool? Ich habe hier gerade eben Harvest aktiviert, nicht wundern. Ja, wir sind zurück in unserer wunderbaren Stadt. Mittlerweile kann man... Na gut, Stadt, Dorf, ne? Dorf, Dorf. Kleinstadt ist man ab über 1000 Leuten oder so. Oder über 10.000 Realität. Ist hier kaum möglich. Aber es sieht schon richtig schön aus. Und letztes Mal habe ich hier so Kleinigkeiten gebaut. Die sind bald fertig. So, ja, es hapert halt, wie gesagt, immer noch an Bevölkerung. Wir warten zurzeit. Es gibt ein bisschen mehr Kinder mittlerweile. 20 an der Zahl, 12 Studenten. 12 Leute können Jobs übernehmen. Und der Weg hier entsteht. Der magische Weg runter bis zum Berg. Bis zu diesem Berg. Oh, Ressourcen low. Food is low. Ja, dann haut rein hier, ne? Ah, und jetzt kümmert sich hier eigentlich auch endlich jemand um die Schweinchen. Damit wir hier auch bald mehr Tiere haben. Eine Modernisierung der ganzen Straßen wäre auch nicht schlecht, dass die einfach alle viel schneller laufen. Je schneller sie laufen, desto schneller produzieren sie, desto schneller geht alles. Ja? Die Felder haben bis jetzt erst diese Feldwege, diese Matschwege, die nichts kosten. Und hier grenzt das Feld halt immer noch an dieses Wohnviertel. Wir kommen zurzeit auf 1,5. Das muss natürlich alles eingelagert werden in diesem schönen Lagerhäuschen hier. Und spätestens dann, wenn wir hier dann ein weiteres Feld bauen müssen, bald, wenn wir genug Träger haben. Ja, dann weicht dieser Jäger einem Jäger hier oben irgendwo. Water Tower. Für Küchengebäude. Ist klar. Ah, become a student. Da ist wieder einer ein Student geworden. Es sind aber 17 Studenten. Sind das so viel? Eieiei. Nicht schlecht. Je mehr Studenten, desto besser. Unten entsteht der Weg gerade weiterhin. Der Baum muss weichen. Auch dieser Baum, bitte. Weg damit. Und dann ziehen wir den Weg hier ganz durch, ganz durch, ganz durch, bis hier ran. Denn hier kann man früher oder später eine Mine bauen. Ich weiß, es ist ein bisschen weit weg, aber naja. Ich habe jetzt einen Bilder mal entfernen müssen, weil unten sehen wir jetzt schon, dass ein Schmied ausgetauscht wurde. Und das ist immer nicht so gut, wenn jetzt schon wieder ausgetauscht wird und wir nicht genug Laborer, also Träger, haben. Es wird Zeit, dass die Studenten fertig werden. Müssten bald soweit sein. 17 Stück. Das Ding wäre, es ist fast am Maximum bald, wenn das so weitergeht. 17 hier, ja. Wenn wir es updaten, bräuchten wir Building Supplies, die haben wir. Country School.
Ist sie ein bisschen größer? 40, 20, 40 Holz haben wir, 20 Steine haben wir. Und Building Supplies müssten wir tatsächlich... Wie viel haben wir jetzt hier eigentlich schon eingelagert? Count 10. 10? 10 Stück? Lamas will aber keiner. 10, das bedeutet 1,5. 1,6. Ja, der kann ruhig weitere herstellen, ehe wir Updates fahren. Nein. Wie wär's mit 20? 20 können noch hergestellt werden. Ich glaube, wir brauchen auch bald Eisen. Kann das sein? Kaum noch Eisenerz. Und Iron, so haben wir auch nicht. Muss ja hier rausgeholt. Nee, Kohle. Wir brauchen wieder Eisen. Ich sehe es. Okay. Dann collectet doch mal das Eisen da. Ist auch noch ein bisschen gewesen. Alles holen, was hier im Umkreis erstmal... Hier hinten fängt es dann wieder an. Die Nahrung haben wir auf jeden Fall gut vom Feld geholt. Ich warte zurzeit richtig darauf, dass wir fertige Arbeitskräfte mal so im Schub kriegen. Die Nahrung, also Health sieht immer besser aus. Happiness ist auch richtig gut. Schauen wir mal hier. Die Population ist gleichbleibend. Die Erwachsenen sind ein bisschen schwächeln gerade. Und Students geht hoch und Kinder geht gerade wieder runter. Gehen wir auf 5 Jahre. Ne, gehen wir auf die letzten 10 Jahre. Da sieht man schon, dass es immer Schritt für Schritt doch mehr wird. Also es kam mir halt so vor. Aber wir sehen, die Erwachsenenanzahl, die ist schon angestiegen. Und jetzt sinkt sie gerade wieder leicht. Dafür ist die Population hochgegangen. Vor allem aufgrund der Studenten. Wir haben sehr viele gerade. Hier unten sehen wir das. Das ist gut. Nomaden gibt zurzeit keine Trade-Items. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Ich glaube, das ist einfach nur eine Übersicht, was wir haben. Wir haben diese Quinches. Sind Quinches so eine Art Bäume? Machen wir das mal hier. Nur mal als Test. Ja, nicht da. Mal schauen, was passiert. Es kann sein, dass die jetzt hier kurz die Bäume halt fällen müssen. Wie sieht es hier jetzt aus mit dem Weg? Ah, der zieht sich gut durch. Der ist schon hier jetzt angekommen. Unsere eine einzelne Arbeitskraft, die tut das recht gut. So, hier oben ist jetzt ein Träger mehr. Das ist klasse, wir müssen warten. Das Grab ist voll, das Grab hat 11 von 30. Helle has become an adult. Helle ist jetzt erwachsen. Und wir haben 2 weitere Studenten, jetzt kommen wir wieder auf 18. Also das hält sich immer die Waage gerade, sehr schön. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und noch einer ist jetzt fertig geworden. Die können wir dann früher oder später einsetzen für das dritte Feld. Und je mehr Nahrung wir haben, desto eher können wir halt noch mehr Bevölkerung ranziehen. Und je mehr Bevölkerung, desto mehr Arbeit, die umzusetzen ist. Ich würde sehr interessieren, was ich hier einstellen kann, wenn die Bäume gefällt sind. Einer noch. So. Da hinten. Das muss noch weg. Sehr gespannt. Mach's mal weg.
Einer von euch. Ja, vielleicht. Ja, das sind alle Spitzhacken-Leutchens, die hier hinten Kohle abarbeiten wollen. Ist aber gut, dass hier so viel gearbeitet wird hinten, weil Kohle brauchen wir. Eisen wurde abgebaut. Wir haben wieder gut Eisen beisammen. Und hier unten brennt sich alles so ein bisschen durch gerade. Hier unten wird ordentlich gearbeitet. Hier sehen wir das. Hier wird immer noch Fuel hergestellt aus der Kohle. Sehr gut. Ah ja. Ja, hier können wir tatsächlich... Wie schreibe ich das? Quinches. Ich komme gerade auf das Deutsche nicht. Mal kurz gucken. Kennt mich ja. Ich bin da ja sehr... Ist ja egal. Ich will das jetzt raussuchen. Quinches. Die Quitte. Obst. Quitte. Kernobst. Eine Quitte. Okay. Ja gut, Obst halt, ne? Bisschen Abwechslung muss sein. Nicht schlecht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Leute hier... wie viele dann da arbeiten sollen. Es ist ja fast wie ein Feld, ne? Also 1-2 Leute vielleicht maximal. Haben wir aber gerade deswegen aus. Aber gut zu wissen, dass wir auch was anderes anpflanzen können. Finde ich sehr gut. So, wie sieht es jetzt hier aus mit dem Weg? Sehr schön. Fertig. Sehr gut, fertig. Das gefällt. Oh, und wir haben echt kein Lagerplatz gerade mehr. Das Ding ist voll. Wer rechnet denn damit? Ah, ich mag Gebäude, ne? Das ist ein Wood Storage, kostet einen Building Supply sogar. Das ist ein Storage für Holz. So ein kleines Ding. Gleich gebaut werden. Ja, also mit denen muss ich schon sagen, die Ressourcen sind schon klasse. Mittlerweile. Wir brauchen halt, Moment mal, wie viele Studenten? Immer noch 18. Cool. Das hält sich zurzeit. Was ist das hier eigentlich? Ein Athletic... Flattering Athletic Plaza. Was? Ah ja. Ach ja, okay. Man kann es schöner machen damit. Upgrade des Weges. Kinder geboren, sehr gut. Wenn das hier unten weiß ist, gefällt mir das am meisten. Das sind immer gute Nachrichten. Blau ist ein Händler, rot ist nicht so gut, gelb ist immer Austausch, gefällt mir auch nicht.
So, das soll jetzt mal einer machen. Ein einziger. Mal gespannt, wie der das angeht. Wie er die Bäume pflanzt. Wie lange die wachsen müssen. Und das Lager ist fertig. Perfekt. Gibt es das gleiche auch für Steine? Ja. Irgendwas fehlt ihnen. Es fehlen die Materialien. Für ein Building Supply, was hier dann hergestellt werden kann. Ach man, das ist aber so gut zum Handeln. Kostet halt so viel. Bleiben wir nur bei 10. Andere Ding kann weg. Also bald sind wir hier voll, wenn das so weitergeht. Dann müssen wir die Uni mal updaten. Noch ein Kind geboren. 20 zu 12. Finde ich gut. Eben hat er gearbeitet. Eben hat er gearbeitet. Ich würde sehr gerne wissen, ob jetzt hier ein Joist hergestellt wurde. Denn ich möchte hier ein Lager haben für die Steine, weil dann können wir das so ein bisschen hier entschlacken, ne? Oh, noch ein Träger. Sehr gut. Und da ist jemand auf beim Handelsposten angekommen. Na gut, wir haben hier jetzt gerade... Oh, nein! Nein! Jetzt kommt hier einer mit Blackberry Seeds an. Oh. Hier oben. Wir sehen leider nicht, wie viel das wert wäre, ne? Aber 2,5 kriegen wir nicht beisammen. Das kriegen wir nicht so schnell hin. Da arbeitet auch gerade keiner. Ja, ein bisschen ärgerlich. Eigentlich muss man echt sich sagen, so, wir stellen jetzt mal da richtig viel von her. Und dann geht's auch. So, hier wurden Building Supplies wieder geliefert. So, dass das jetzt gebaut werden kann. Oh, was haben wir? Iron. Iron ist schon wieder low. Ja, ich weiß. Es ist so, das ist so unsere Achillesferse so ein bisschen. Eisen. Deswegen wäre ja eine Mine so gut. Aber was soll der Geiz? Wir haben ja erstmal hier so viel liegen. Machen wir so. Auf den Feldern muss halt gerade nichts gemacht werden. Das ist gut. Okay. Also erweitern wir heute mal die Lager. Sehr schön, ist gleich soweit. Habt ihr die Wege schon gemacht? Nee, noch nicht. Ein bisschen angefangen haben sie schon. Na, hier wurde schon ausgetauscht. Ein Farmer ist gestorben an Altersschwäche und wurde ersetzt. Aber wir haben 4 Träger wieder. Sehr gut. Träger. Wir brauchen, um ein Feld laufen zu lassen, 7. Knapp. Ah, hier wachsen schon ein paar Bäume, sehr schön. Wir brauchen 7.
Also nehmen wir die magische Menge 10. Sobald wir 10 Träger haben, kann ich die alle in ein Feld werfen. Oh ja, fertig. Auch gut zu erkennen, Stein und Holz, so von der Dachfarbe her. Kann man da grob was draus machen. Überall wird gearbeitet. Alles ist am Leben. Perfekt. Hier arbeitet einer, das soll auch so bleiben. Nur noch 2 Schweine, nicht mehr. So schnell geht das auch nicht. Im Moment, ja, wir haben auch ordentlich Holz. So beschweren können wir uns wirklich nicht. Feuerholz haben wir, wie viel Feuerholz ist das hier? 1, 3. Das ist auch viel. Ist auch gut. Oh, es wurde wieder einer. Ach ne, es war der alte. So, okay, hier wächst schon wieder was. Und, oh, sehr gut. Die Bäume wurden gepflanzt. Und wir können die sogar cutten. Bin auch gespannt, wenn hier die Kohle komplett abgearbeitet ist oder hier die Steine. Mir wurde gesagt, das hässliche Loch bleibt. Man kann das dann mit einer kurioserweise Kerze erneuern. Vielleicht kann man mit der da unten leuchten und dass es dann tiefer wird, sozusagen. Das muss ich mal gucken, wie man Kerzen herstellt. Das weiß ich noch nicht. Kerzen. Ist eigentlich sowas hier, ne? Crafting. Potter. Töpfe. Ja, hier, da. Candlery. Candles out of beeswax, whale blubber or tallows. Oh, also tallows haben wir. Die kriegen wir aus dem Fleisch. Bauen wir den doch da mal hin. Wer weiß, früher oder später brauchen wir das vermutlich. Und jetzt ist unsere Nahrung gerade low. Oh oh, nicht gut. Das ist ein Indiz dafür, dass wir nicht genug haben. Und während die hier sammeln, bedanke ich mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, konntet euch schön zurücklehnen. Und genießen. Viele sagen ja, sie genießen dann gerne mal die 20, 25 Minuten. Und ja, ich bin langsam wieder im Flow. Langsam, ja. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.